Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Fortuna Düsseldorf Managerkarriere. Wir gehen rein in die allererste Partie gegen den 1. FC Köln in diesem großen Saisonfinale. Sie werden hier mit einer 4-2-3-1-Formation auflaufen. Und wir beginnen hier natürlich mit unserer kompletten Top-11. Damit gehen wir rein in die schnelle Simulation und gewinnen mit 2-0 gegen die Kölner in diesem Derby. Dank Artig, der für uns zweimal trifft. Und auch in Sinsheim in der Pre-Zero Arena haben wir gut abgeliefert und am Ende gewinnen. Dann wir hier mit 3-2 Demirovic, Murphy als auch nochmal Demirovic treffen hier für Fortuna Düsseldorf. Hinterher haben wir sogar noch eine gute Nachricht, denn Aua, unser bester Mann, kehrt zurück von seiner Verletzung, nimmt wieder am Training teil. Leider wird er noch nicht direkt in der Mannschaft einsetzbar sein. Jetzt schauen wir mal auf die Tabelle, wir sind aktuell auf Platz 3, aber auch nur 3 Punkte weg vom ersten Tabellenplatz, den FC Bayern München, die hier 59 Punkte haben. Leipzig kommt dahinter mit nur einem Punkt Abstand, 2 Punkte hinter den Leipzigern kommen dann auch schon wir, und dann mit einem größeren Abstand kommt dann von 8 Punkten Eintracht Frankfurt, gefolgt von Union Berlin, die noch weiter weg sind. Und damit gehen wir jetzt auch rein gegen Eintracht Frankfurt. Der Viertplatzierte wird hier mit einer 3-4-2-1-Formation auflaufen. Und wir beginnen jetzt hier mit unserer kompletten Top 11. Bis auf der 6er Position, da darf Haas spielen statt Salih Özcan. Und damit gehen wir rein in diese Heimpartie und möchten natürlich gut abliefern und vor allem gewinnen. Weiter Ball nach vorne auf Ralston. Ralston rein auf Artig. Und er schaltet dann Süle. Eckball für die Frankfurter über Mario Götze. Die Adler führen ihn kurz aus. Vega kommt angelaufen und da ist plötzlich mehr Freiraum. Gastrop macht zwar Druck, kann ihn nicht erobern, und Thuram geht überall durch und irgendwie sind sie da durchgekommen und treffen leider auch schon in der 11. Spielminute. Oscar Bob, der Norweger, ist für die Düsseldorfer jetzt mal auf dem Flügel unterwegs mit reichlich Tempo, zieht jetzt aber nochmal zurück. Immer noch Oscar Bob, lässt sich nicht aufhalten. Oscar Bob scheitert. Eckball und Artig bringt ihn jetzt rein auf. Sie warten unser Innenverteidiger, schaltet auf der Linie auf diesen Abwehrmann. Ribeiro bringt ihn jetzt aber nochmal rein. Haas bekommt ihn und Haas zieht voll drauf. Gastrop entfesselt hier ein bisschen Freiraum und Gastrop sieht Artig, es war kein Abseits. Artig hat ihn und scheitert bei dieser Riesenszene. Jetzt müssen wir erstmal hinterherkommen. Markus Thuram scheitert dann, ja, zum Glück, Oschlowski. Haas ist mal am Ball, vorne mit dabei, Ralston ebenfalls, der hier ebenfalls am Ball ist. Ralston zieht zurück, sieht Gastrop. Gastrop jetzt an der Pille, sieht Artig. Artig hat ihn, Artig geht vorbei. Artig immer noch am Ball, immer noch im 16-Meter-Raum, immer noch Artig. Sieht Gastrop und Gastrop scheitert am Torhüter. Bei Stoß Frankfurt, die Reingabe kommt. Haas ist da, bringt ihn auf Oscar Bob. Bob jetzt auf Stevens, unser Jugendtalent, jetzt auch mal auf dem Feld. Stevens bremst nochmal ab, sieht jetzt hier Oscar Bob, sehr starker Ball, Oscar Bob sieht Demirovic, Demirovic, Ausgleichstreffer, 70. Spielminute, endlich haben wir es geschafft und damit steht es 1-1. Die Frankfurter sind im Vollsprint nach vorne, Ribeiro, Schmidt kommen alle nicht dran und dann gibt es den Führungstreffer. Das Spiel ist leider vorbei und wir verlieren. Unglücklicherweise 5 Minuten vor Schluss kassieren wir diesen Gegentreffer von den Frankfurtern. Dann verdient hätten wir auf jeden Fall sogar einen Sieg, würde ich zumindest behaupten. Die Chancen haben wir aber leider nicht genutzt. Und damit holen wir leider keinen einzigen Punkt mit aus dieser Partie. Wir gehen mal direkt weiter in die nächste Partie rein, und zwar gegen Union Berlin, die hier mit einer defensiven 5-3-2-Formation auflaufen. Und wir laufen tatsächlich hier mit unserer Top 11 aus, bis auf 1-2 Änderungen. Oscar Bob macht eine Pause, Blake darf dafür von Anfang an beginnen. Und nicht nur er darf von Anfang an beginnen, sondern auch Aua. Er gibt sein Comeback direkt mal in der Startelf. Häuser, ja, darf trotzdem mitkommen. Und Konstantin Heide wird im Tor stattfinden. Ich bin sehr gespannt und damit gehen wir rein. Ralston jetzt hier am Ball. Ralston versucht es auf Blake. Der war aber ein Ticken zu weit und zu ungenau, würde ich zumindest sagen. Aber trotzdem haben wir jetzt hier diesen Ball. Demirovic am Ball. Demirovic versucht es, leider ohne Erfolg. Özcan jetzt am Ball. Özcan luft ihn auf Demirovic. Der aufliegt für Artig und Artig trifft auf der Spielminute. Erster Treffer, erster Angriff. Perfekter. Kann es nicht laufen für uns. Kontermöglichkeit für jetzt Union Berlin. Schmidt läuft ohne Ende, um wieder hinzukommen. Rutscht auch vorbei. Ribeiro kommt nicht dran. Özcan hilft aus. Aber auch das reicht nicht und Heide glänzt hat. Eckball und Artig mit dieser Hereingabe auf Siebert, der nicht drankommt. Gastrop kommt
aber dran, zieht direkt mal ab. Sally ist schon am Ball, sieht Aua, Aua aus der Distanz. Der ist direkt mal da, Comeback, 35 Spielminuten ist er bisher auf dem Platz und macht direkt mal per Außenriss ein Traumtor. Der Konter jetzt über Juranovic, über diese Verteidigung komplett drüber, da konnten wir rein gar nichts machen. Und dann kommt der Anschlusstreffer. Freistoß, Union Berlin, Haareingabe rein. Wir entschärfen auf Blake. Und Blake nimmt sich vielleicht auch mal diesen Konter. Sieht vorne jetzt Stevens und der boxt sich irgendwie durch Stevens. Jetzt auf Gastrop. Gastrop mit dem weiten Ball auf Ralston. Ralston auf Blake und Blake trifft. Endlich machen wir den nächsten Treffer. Das hat lang genug gedauert. Häuser ist hier am Start. Immer noch Häuser. Häuser mit diesem Ball auf Stevens. Der erste Profitor für ihn. Und damit machen wir Tor Nummer 4 bei seinem schönen Tordebüt. 90 Spielminuten sind vorbei. Es hat lange gebraucht, bis wir endlich mal die Entscheidung gemacht haben. Aber am Ende haben wir sie gemacht und wir gewinnen hier mit 4 zu 1. Aber leider holen wir keinen Sieg gegen Leverkusen, was ein bisschen bitter ist. Ich hätte mir da definitiv mehr erhofft, denn die sind aktuell auch nur 9. Wir spielen unentschieden in Höhe von 2 zu 2. Demirovic trifft hier als auch Schmidt. Aber dafür versenken wir einfach mal Freiburg, denn wir gewinnen hier mit 3 zu 0. Demirovic, Ribeiro als auch Bob treffen hier für Düsseldorf. Wir gehen rein in das absolute Topspiel. Bayern München gegen Düsseldorf. Erster gegen Zweiter. Ja, wir haben uns hochgearbeitet, sind mit einem Punkt vor Leipzig, aber 4 Punkten Abstand auf die Münchner. Das könnten wir ändern. Wenn wir nur 3 Punkte holen, sind wir nur 1 Punkt dahinter. Das heißt, Vollgas jetzt gegen die Münchner. Sie werden hier mit einer 4-2-3-1-Formation auflaufen. Wir beginnen hier natürlich mit unserer kompletten Top-Elf. Damit gehen wir rein und wollen natürlich in der Allianz Arena abliefern. Aua ist hier am Start, sieht Oscar Bob. Der Kopfball kommt auf Demirovic. Der zieht ab, Gastrop auch nochmal. Beide Male wurde dieser Schuss aber abgeblockt. Jetzt mal Artig und wieder der Mann dazwischen. Leroy Sané am Ball. Sascha Bouillet kommt mit. Brauche aber gar nicht mal die Hilfe von Sascha Bouillet und Schlowski mit dieser Parade. Eckball für uns. Oscar Bob mit der Hereingabe auf Siebert. Und da ist Unai Simon mit der Parade. Jetzt wird es richtig heftig. Siebert, Glanztat von ihm. Aber das verhindert nicht das Gegentor. Denn nur Schlowski kommt nicht mehr dran, der Bayern-Spieler tatsächlich schon und damit liegen wir zurück. Einwurf jetzt für uns. Artig auf Aua. Schöne Übersicht. Aua mit der Hereingabe. Aber da ist niemand, beziehungsweise die machen einen riesen Fehler. Eckball für uns. Oscar Bob kommt mit dieser Hereingabe auf Stiebert und er geht irgendwie rein. Denn Unai Simon als auch der Abwehrmann kommt eigentlich dazwischen. Aber egal, er geht rein und wir gleichen aus. Oscar Bob sieht Ralston. Ralston mit dem Pass auf Gastrop, der irgendwie durchkommt. Artig mit dem Schuss und Unai Simon mit der Parade. Das zweimal, das nützt aber nichts, denn er geht rein und damit machen wir den zweiten Treffer und vor allem den Führungstreffer. Schmidt ist hier am Start, kommt hier vorbei, sieht Artig. Artig auf Demirovic, der hier auch noch vorbei rennt. Demirovic, nächster Treffer. Dreifacher Schlag von Düsseldorf und damit steht es jetzt 3 zu 1. Aber nun jetzt läuft in den 16-Meter-Raum. Schmidt ist auch da, macht aber jetzt nicht so viel Druck. Sascha Bouillet ist am Ball. Jetzt der Pass rein in 16-Meter-Raum. Und da müssen wir aufpassen, was wir nicht machen. Der Anschlusstreffer, 61. Spielminute. Und wir müssen definitiv wieder besser werden in der Defensive. Zumindest in dieser Partie. Artig macht Druck, hat den Ball, liegt drüber. Black trifft. Was war das denn? Ich hoffe, es wird in der Wiederholung gezeigt. Mega einfaches Tor jetzt für uns. Und damit holen wir uns wieder einen kleinen Abstand, was definitiv gut ist aus unserer Sicht. Verdient war dieses Tor zumindest jetzt nicht. Aber davor haben wir uns das definitiv hier versehen. Hier sieht man es nochmal. Fehlpass, Artig sprintet, legt auf, Blake trifft. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen hier mit 4 zu 2 Werte damit gerechnet. Nachdem wir mit 1 zu 0 hinten lagen, haben wir einfach mal die Partie gedreht und nicht nur das, sondern auch am Ende verdientermaßen gewonnen. In Düsseldorf machen wir weiter, denn wir gewinnen gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Dank Artig, der hier sogar doppelt trifft. Und auch in der nächsten Partie gewinnen wir gegen die Wölfe mit 2 zu 1. Dank Oscar Bob und Artig. Und auch gegen die Mainzer gewinnen wir, auch wenn es relativ knapp war. Macht Aua als auch Artig und Bob
das Ding zu, denn am Ende gewinnen wir hier mit 3:2. Und auch gegen die Gladbacher gewinnen wir. Was ist hier los? 3:1 der Spielstand, Demirovic doppelt, als auch Ralston. Und auch gegen den Hamburger SV gewinnen wir mit 2:0. Gastrop als auch Artig machen das Ding hier zu. Jetzt kann es historisch werden, denn Düsseldorf könnte tatsächlich Meister werden. Wir sind aktuell auf Platz 1 am 33. Spieltag, müssen nur noch gewinnen gegen RB Leipzig, ausgerechnet ein Topspiel. Ein Punkt hinter uns ist der FC Bayern München. Spannender kann es kaum sein. Die Leipziger werden hier mit einer 4-2-2-2-Formation auflaufen. Wir beginnen natürlich, wie soll es anders sein, mit unserer Top-11 und damit gehen wir rein in die Höhepunkte. Der Tag beginnt in Düsseldorf in der 14. Spielminute, aber direkt mal für die Defensivarbeit, denn die Leipziger kommen über Baumgartner. Schmidt ist da, Özcan auch, der macht schon direkt Druck und klärt auch. Damit ist diese Szene schon mal vorbei und wir haben einen Alleingang über Demirovic. Aki ist schnell, da muss Demirovic definitiv aufpassen bei der Ballannahme, aber er kommt gut dran, muss jetzt nur noch hier durchrennen. Demirovic macht ihn rein und Düsseldorf hat schon mal den ersten Schritt getätigt Richtung Meisterschaft. Jetzt muss es eigentlich nur noch gehalten werden. Mal schauen, ob wir das erreichen mit Düsseldorf. Jetzt müssen wir allerdings wieder verteidigen, denn Baumgartner kommt schon wieder einmal. Diesmal startet er weiter hinten und wir brauchen definitiv diese Konterabsicherung. Siebert macht erstmal Druck, damit hier kein großer Konter entstehen kann. Und bisher läuft das auch ziemlich gut. Köhler auf Giemens. Giemens, ja, kommt hier erstmal auch vorbei an Demirovic. Und der Rest hat auch gerade Probleme. Und das richtig. Luis Openda startet durch. Ralston läuft ihn ab und wir bekommen hier die Kontermöglichkeit. Oschlowski, Ralston als auch Ribeiro jetzt am Ball. Sieht vorne. Jetzt Oscar Bob. Der nimmt ihn aber katastrophal an. Damit ist diese Szene vorbei. Und jetzt ist Haidara am Ball. In der 31. Spielminute für die Leipziger. Wieder sind wir dran beim Verteidigen. Und Daniel Olmo ist hier am Ball. Der Spanier jetzt auf den Österreicher. Xaver, Schlager und weiterhin kombinieren sie sich hier auf den allerhöchsten Niveau durch. Gar keine Chance, hier irgendwie ranzukommen und damit gleichen sie aus. Damit würde aktuell zumindest, wenn Bayern München führt, der Traum platzen. Und wieder ist Leipzig dran mit dem Angriff, was meiner Meinung nach ein bisschen unfair ist, so viele Chancen, wie sie bisher zumindest hatten. Jetzt Baumgartner wird komplett umgenietet von Siebert. Damit holen wir wenigstens schon mal einen Freistoß raus, den wir hoffentlich besser verteidigen können. Köhler jetzt mit dieser Hereingabe und da sind wir auch. Wir verteidigen ja hervorragend. Oschlowski jetzt hier am Ball und dann haben wir endlich mal einen Angriff bzw. einen Freistoß über Schmidt, der hier jetzt die Ehre hat. Schmidt sieht auf der ganz anderen Seite Ralston. Ralston bekommt ihn, hat ein bisschen Freiraum, wurde überhaupt nicht gedeckt und Ralston mit dieser Hereingabe. Kastrop kommt allerdings nicht dran, aber die Szene bleibt uns erhalten. Jetzt dabei auf Artig, der hier nichts daraus macht. Jetzt Luis Openda am Ball, der richtig, richtig schnell ist. Da müssen wir definitiv aufpassen, nicht dass der einfach mal so durchspaziert. Und das sollte hoffentlich auch nicht passieren. Er weicht auf jeden Fall erstmal auf den Flügel, aber mit Machtdruck. Artig auch und jetzt auch Gastrop auf Baumgartner. Ja, beide immer noch am Druck machen, danach ist die Szene vorbei und jetzt bekommen wir diese Möglichkeit über Gastrop. Vorne ist Demirovic als auch Aua und Gastrop sieht jetzt hier Demirovic, der direkt mal auflegt für Aua und er scheitert tatsächlich am Abwehrmann. Bisschen bitter auf jeden Fall, danach ist die Partie auch vorbei und wir feiern tatsächlich, das bedeutet, wir sind deutscher Meister, wir haben es geschafft. Was ist hier los? Der Aufstieg vor ein paar Saisons noch, da, also, das ist ja wahnsinnig. Aufstieg, dann uns gerettet im oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte und dann in der nächsten Saison direkt die Meisterschale. Das bedeutet, wir sind natürlich in der Champions League dabei. Das wird hart auf jeden Fall nächste Saison, aber das ist jetzt egal, wir können feiern. Wir sind einfach deutscher Meister geworden in unserer zweiten Bundesliga-Saison. Was für ein Erfolg. Größer kann dieser Erfolg kaum sein. Für uns als Mannschaft, leider sind wir im Viertelfinale im DFB-Pokal schon rausgeflogen, aber das
sollte es definitiv aufheben mit diesem Titelgewinn. Und damit schauen wir uns hier jetzt natürlich noch die Bustour an. Wobei, egal, komm, wir lassen noch ein bisschen feiern. Absurd. Ich finde es krass, die Saison war wirklich historisch für uns, selbst wenn wir nicht gewonnen hätten. Das war absurd stark. Schöne Transfers getätigt mit Aua als Auslau, eigentlich mit Kaufoptionen, die es aber irgendwie doch nie gegeben hat, weil wir nie die ziehen konnten. Aber vielleicht verpflichten wir ihn ja in der nächsten Saison, dazu dann in der nächsten Folge mehr. Aber jetzt gehen wir definitiv noch in Richtung Stadtbus. Irgendwie kommt tatsächlich diese Bustour nicht. Bisschen komisch auf jeden Fall. Und auch eigentlich Meister sind wir gar nicht geworden. Hä? Okay. Ja, ich nehme alles zurück. Meister sind wir nicht geworden, denn Bayern München ist eigentlich Meister geworden. Sehr komisch auf jeden Fall hier. Herzlichen Glückwunsch an die Münchner. Komplettes Irrtum, muss man sagen, ist hier vorgefallen. Ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch. Es war trotzdem für uns eine sehr historische Saison. Leider am Ende doch nicht der Titelgewinn. Den DFB-Pokal gewinnt am Ende 3:0 Mainz 05 gegen Wolfsburg. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil das hatte ich noch nie, dass es so komisch war. Aber egal, die Conference League gewinnt am Ende Sevilla gegen Besiktas mit 3:1. Die Euroleague gewinnt Marseille tatsächlich mit 2:1 gegen Chelsea. Und die Königsklasse, wo wir in der nächsten Saison definitiv sind, das kann ich definitiv sagen, gewann am Ende Manchester City. Ja, Glückwunsch an die auf jeden Fall. Dann schauen wir uns nochmal die Statistiken an. Die Statistiken sehen wie folgt aus und das ist überragend. Oschlowski, 12 Spiele zu 0. Dieser Kauf hat sich definitiv gelohnt, aus 30 Partien schaffte das. Hakan Moser als auch Heide hat jeweils eine Partie zu 0. Die meisten Vorlagen hat Demirovic mit 10, danach kommt Castro als auch Artig mit 8 und Oscar Bob hat 7. Die meisten Tore hat Demirovic mit 17, Artig hat 13 und obwohl er 3 Monate verletzt war, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, Aua hat 9 und dahinter kommt auch Oscar Bob. Ja, wie gesagt, Aua müssen wir mal schauen, vielleicht kaufe ich ihn in der nächsten Saison, denn er hat eigentlich ziemlich gut überzeugt als Laie bei uns. Wer auch überzeugt hat, war Blake. Ich hätte niemals gedacht, dass der so durchstartet bei uns. 7 Tore hat er auch. Das kann man definitiv sehen lassen. Wir müssen eh mal schauen in der nächsten Saison, wie es so abgeht, welche Verkäufe wir tätigen, welche Einkäufe wir tätigen. Ich meine, wir haben diese Saison auch nicht viel ausgegeben. 29 Millionen hätten wir noch. Ich werde jetzt hier definitiv noch zwischen den Folgen ein paar Verträge verlängern, ein bisschen anpassen vom Gehältern, weil das Geld haben wir definitiv gerade. Eigene Jugendspieler haben wir auch, aber das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Saison als auch das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.